Am 13. Dezember 2020 wurde die Presse im Südpfalz-Weide Landesimpfzentrum in Würth zum Probelauf der Impfstraße eingeladen. Ja, das Impfzentrum für die Südpfalz ist stadtklar. Wir warten jetzt auf den Impfstoff und dann können wir tatsächlich loslegen. Ich danke den Kollegen in Germersheim insbesondere, die in der südpfalzweiten Zusammenarbeit hier die Hauptlast der Organisation getragen haben. Jetzt geht es also darum, dass der Impfstoff letztlich geliefert wird. Dann aber braucht es tatsächlich für jeden, der sich hier impfen lassen möchte, tatsächlich erst einen Termin, der über die landesweite Hotline, die noch bekannt gegeben wird, zu vereinbaren ist. Und hier ist dann alles vorbereitet, dass auch die ärztliche Versorgung und die Aufbereitung des Impfstoffes unter optimalen Bedingungen stattfinden kann. Ich hoffe und wünsche, dass wir jetzt in dieser schwierigen Zeit auch in den Tagen und Wochen, die jetzt mit einem nochmals verschärften Lockdown vor uns liegen, eben zum einen auf die Impfung hoffen können, auf der anderen Seite uns aber auch darüber verständigen, wie wir insgesamt in der Gesellschaft jetzt damit umgehen, dass es eben noch einige Monate dauern wird, bis wir unser altes, bekanntes Leben zurückbekommen werden. Wir müssen eine Langfriststrategie entwickeln, wie wir mit dem Virus in unserer Gesellschaft umgehen. Und dafür plädiere ich und hoffe auf viele Unterstützung, auch aus der Gesellschaft heraus mit dieser Situation umzugehen.